Schauinsland. Ein Name, ein Berg, ein Hochplateau. Schauinsland. Wer hier unterwegs ist, erfährt etwas über die Natur und die Menschen im Schwarzwald. Der Gipfel liegt auf Freiburger Gemarkung. Direkt südlich schließt sich der Ort Hofsgrund von der Gemeinde Oberried an. Im Westen sind es die Gemeinden im Münstertal. Besonders bei Inversionswetterlagen im Herbst bietet der Schauinsland hervorragende Aussichten über den Wolken, bis zu den Vogesen, zur Hornisgrinde, zu den Alpen. Ursel Lorenz ist Wanderführerin am Schauinsland. Über sich selbst sagt sie, als echtes Freiburger Bobble bin ich auf dem Land erst im Wittental, dann im Zastlertal und zuletzt in Oberried im schönen Dreisamtal groß geworden. Ich wohne seit 1983 mit meiner Familie in Hofsgrund am Schauinsland. Hofsgrund ist meine zweite Heimat geworden. Ich zeige Ihnen die schönsten Plätze im Naturpark Südschwarzwald und ganz speziell hier am Schauinsland. Sie erfahren auch etwas von der Schwarzwälder Kultur und so manche interessante Geschichte über Land und Leute. Mir ist wichtig, Zeit zu haben. Zeit zum Schauen, Zeit zum Erzählen, Zeit, um Fotos zu machen, Zeit für Pausen zum Einkehren, zum Innehalten, zum Spüren, damit die Seele baumeln kann. Natur pur Schwarzwald, das sind Panoramawanderungen, Kräuterblumenführungen, Wetterbuchenexkursionen, Sonnenuntergangstouren, Schneeschuhtouren am Schauinsland. Für größere Wanderungen macht Ursel Lorenz auf ihren Wanderungen Feschpa. Im Winter gibt's Schnäpsle oder hinterher einen Glühwein. Besonderes Augenmerk legt die Wanderführerin auf die Bäume in der Gegend. Es sind die Wetterbuchen am Schauinsland, die dieser Landschaft ein besonderes Gepräge geben. Die Wetterbuche zeichnet sich aus durch einen kurzen, dicken Stamm, verwachsen durch den Verbiss von der Kühe, sind im Laufe der Jahrhunderte unzählige Stämme hochgewachsen und im Laufe der Jahrhunderte natürlich so ineinander reingewachsen. Durch Wind, Wetter, Schneelast, Vertritt von der Kühe. Dann sind sie mal mit den Hörnern nie, wo die noch klein waren. Dann hat sich das, mir sagen, im Alemannischen verwurstelt, so die viele, viele Stämmle. Und somit meint man von wiedem, das ist halt ein dicker Stamm. Also, sieht ein wenig komisch aus, aber in Wirklichkeit sind da eben 20 bis zum Teil 50 Stämme ineinander reingewachsen. Im Herbst sind sie ganz toll anzuschauen, wenn sie ihre Blätter verlieren. Und so gold, gelb, rot, alle Farben haben orange. Also Indian Summer, muss man sagen, ist wirklich genauso schön wie unsere Wetterbuche. Im Herbst gehe ich auch gern bei Nebel raus oder auch im Winter, weil ich finde, es ist das richtige Wetter für die Wetterbuche. Wenn sie dann ihre Blätter mal verloren haben und hinten dran ist weiß, Nebel. Man sagt, oh, bei dem schlechten Wetter sieht man da was. Ihr werdet ganz viel sehen, nämlich ihr seht genau die Zweige, die Verästelungen, die bizarre, hunderte, tausende Verästelungen von diesen Buchen.
Und wenn wir dann davor stehen bei Nebel und sie sehen es, sagen sie, ja, hast recht gehabt, es ist wunderschön. Mhm. Wenn es jetzt so schön Wetter ist wie da, dann sagst du, ah ja, gut, schöner Baum, tolle Buche, aber da hinten ist halt der Fellberg und ist halt Zastler. Ah ja, und das ist noch, ah, das ist doch die Höfner Hütte da hinten. Man ist abgelenkt und da sind Alpen. Im Sommer ist das nicht so interessant und sind die Leute nicht so aufmerksam beim Gucken auf die Buche, weil sie immer abgelenkt sind. Und ich mache es wirklich gern im Herbst, im Winter bei Nebel. Wirklich bei Nebel und Schnee. Ja, da ist nur der Blick auf Buche. Auf Wiedersehen am Schauinsland.